Willkommen zu XXL Info Pflege und Soziales. In meiner beruflichen Doppelrolle seit 1984 als Journalist und im Zweitberuf seit 1993 nach einer dreijährigen Ausbildung zum staatlich geprüften Krankenpfleger, seit 2003 mit der korrekten Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenschwester oder auch Gesundheits- und Krankenpfleger, gibt es Bereiche, in denen es ab und an Interessenskonflikte geben könnte, so meint man jedenfalls. Interessenskonflikte, das ist so zu verstehen, dass einerseits als Journalist ich natürlich über Nachrichten, über Ereignisse Journale führe und natürlich auch in der Öffentlichkeit berichte. Der Beruf des Journalisten ist kein Privatvergnügen, sondern eine ordentliche und öffentliche Aufgabe. So steht es auf den Presseausweisen, eine öffentliche Aufgabe. Denn die Öffentlichkeit, sprich Sie als Hörer oder auch als Zuschauer, haben ein Recht darauf, Informationen, Nachrichten, Berichte, Journale, Reportagen und eben Hintergrundinformationen zu erhalten. Auf der anderen Seite steht dann natürlich in der Medizin für Ärzte, für Schwestern und für Pfleger, das meint also für Gesundheits- und Krankenschwestern oder für Gesundheits- und Krankenpfleger, die männliche Ausführung der früher bezeichneten Krankenschwester, die Schweigepflicht. Die Schweigepflicht kann ich bei dem heutigen Thema ganz gewiss nicht einhalten, auch wenn es um einen Patienten geht, der fast allen Menschen in Deutschland bekannt ist. Und dennoch sprechen wir über die Gesundheits- und Krankengeschichte eines ganz bekannten Patienten öffentlich hier bei Radio TV IBS Liberty und bei XXL Info Soziales. Mit dem Leiter des Bereiches Gesundheitspolitik, Herbert Weißbrot von der Gewerkschaft Verdi, habe ich über den Gesundheitszustand des Patienten Krankenhauses, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Deutschland gesprochen. XXL Info Pflege und Soziales. Es geht einem Patienten in Deutschland nicht besonders gut. Der Patient heißt Krankenhäuser und Kliniken in Deutschland. Am Telefon begrüße ich zu diesem Thema ganz herzlich Herrn Herbert Weißbrot. Er ist Leiter des Bereiches Gesundheitspolitik bei der Gewerkschaft Verdi. Herr Weißbrot, wie steht es um den Patienten, Kliniken und Krankenhäuser in Deutschland? Ja, der Patient Krankenhaus braucht sicherlich selbst derzeit Behandlung, um nicht kränker zu werden. Wir sind allerdings noch in dem Stadium, dass er große Chancen hat, wieder gesund zu werden. Man muss jetzt aber dringend etwas tun. Ärzte und natürlich auch Pflegefachkräfte interessieren sich immer dafür, was ist passiert, was ist geschehen, was hat zur Erkrankung des Patienten Krankenhäuser in Deutschland geführt? Ja, man hat das Krankenhaus zu lange vernachlässigt. Man hat es nicht mit den Mitteln ausgestattet, die es für die Versorgung der Bevölkerung braucht. Und man hat jetzt die gute Qualität, die wir lange Zeit in den Krankenhäusern hatten, eigentlich schon einen Zeitraum lang nur noch erhalten können, indem das Personal dauernd Überlast gefahren ist. Und das führt natürlich dann zu dem Krankheitszustand. Wie kann dieser Krankheitszustand therapiert werden? Wir brauchen in den Krankenhäusern vor allem mehr Personal. Wir sehen, die Schichten im Pflegedienst sind so besetzt, dass es nicht mehr funktionieren kann.
Immer mehr Menschen fühlen sich überlastet, schreiben auch Überlastungsanzeigen, wissen nicht mehr, wie sie die nächste Schicht besetzen können und fühlen sich ausgelaugt. Wir müssen also diesen Personalmissstand erstmal beseitigen und das heißt eigentlich neue Stellen schaffen und dafür muss jetzt etwas getan werden. Wenn man die Verdi-Seite besucht, die Seite der Gewerkschaft besucht, dann findet man die Aktion "Der Deckel muss weg". Was ist darunter zu verstehen? Ja, mehr Personal kostet natürlich mehr Geld. Wir haben aber seit 1993 ein gedeckeltes Budget in den Krankenhäusern. Das heißt, die Krankenhausausgaben dürfen nicht stärker steigen als die Einnahmen der Krankenkassen in einem vergangenen Zeitraum betrachtet. 1993 war der Gesundheitsminister Horst Seehofer. Er hat diese Form der Deckelung höchstens für 2 bis 3 Jahre für akzeptabel gehalten. Wir haben es jetzt aber 16 Jahre und müssen deswegen die Folgen jetzt spüren. Werden Sie auch bei der Demonstration am Donnerstag, den 25. September in Berlin dabei sein? Um 13 Uhr geht's ja los. Ich werde dabei sein, nicht nur dienstlich verpflichtet, sondern auch, weil ich überzeugt bin, dass man jetzt Farbe bekennen muss und zeigen muss, dass es ernst ist um die Erkrankung, dass die Behandlung jetzt dringend mit erfolgen muss und dass die Politik jetzt etwas tun muss. Und zwar alle in der Politik, sowohl Bund und Länder und auch beide Koalitionsfraktionen. Vielen Dank für diese Information nach Berlin und ein gutes Wochenende. Ja, danke schön. Das waren Informationen von Herbert Weißbrot, Leiter des Bereiches Gesundheitspolitik bei der Gewerkschaft Verdi. Wir haben über einen bekannten Patienten gesprochen, dem Patient Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Wir hoffen, dass es dem Patient Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen in Deutschland vielleicht doch bald wieder besser gehen kann in Deutschland. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuhören bei XXL Info Pflege und Soziales, eine Produktion von Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm, verantwortlich für die Produktion, Redaktion und Moderation von XXL Info Pflege und Soziales und von Radio TV IBS Liberty. Ausführliche und weitere Informationen zu unseren Sendungen und den Programmen, die Sie öffentlich, beispielsweise auch in offenen Kanälen und im Internet und in freien Radios hören können und sehen können, finden Sie bei www.radiotvinfo.org oder www.ibstelevision.org. Ich danke für Ihr Interesse und für das Zuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und hoffe, dass Sie natürlich gesund sind. Und wenn Sie nicht gesund sind, dann bitte, soweit es denn möglich ist, werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Damm, Saberort von Radio TV IBS Liberty. Dies ist eine Produktion von Radio TV IBS Liberty. Independent Broadcasting Service Liberty, das meint in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Verantwortlich für die Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland, Telefon 06236 41 6802. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Noch einmal zum Mitschreiben. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch weltweit im Internet bei
ibstelevision.org und alternativ www.radiotvinfo.org noch einmal zum Mitschreiben. Internetpräsentationen und Informationen zu Radio TV IBS Liberty weltweit im Internet bei www.radiotvinfo.org.